Wie ihr wisst, fahren wir ja mit dem Scenic 3766 schon seit Jahren durch die Gegend. Und aktuell gibt es ja jetzt das neue, das 3776. Das ist jetzt auch schon bei uns im neuen Amadeus drin. Und wir haben uns jetzt hier am Messestand von Scenic mit Matthias verabredet, denn der erklärt uns das Radio-Navi noch einmal im Detail, was alles Neues drin ist, was besser ist. Und euch nehmen wir dabei mit. Ja, wir sitzen jetzt im Vorführwagen von Scenic und der Matthias, der wird uns jetzt mal das neue Scenic 3776 erklären. Ja, moin Olli. Moin. Wir haben hier das neue Scenic E3776. Es gibt so seit 2-3 Wochen ist es auf dem Markt. Jetzt auch aktuell dann jetzt verfügbar mit der neuesten Navi-Karte. Zeige ich gleich ein bisschen was zu. Vom Design her, bewährtes Design sind wir geblieben, wie beim Vorgänger, weil es einfach super schick ist und sich top integriert im Fahrzeug. Steht nicht hervor, dass man nicht mal in die Lüftung kommt. Oder ich habe gestern gehört, einige, die Geräte haben, die ein bisschen rausschauen, die kommen nicht mehr an die Klimaautomatik dran. Also ist wirklich super integriert. Drehregler. Große Bedientasten ist uns immer ganz, ganz wichtig und hier auch dann natürlich die Anbindung des Gerätes an die Lenkradfernbedienung. Beim neuen 3776 haben wir auch eine Linbus-Anbindung, das heißt, wir können direkt die drei Telefontasten, die von Fiat nicht in den Radioschacht verlegt sind, für die normale Radiovorbereitung. Die Tasten sind hier hinten dran, ne? Also hoch und runter. Ihr habt ja auch in eurem Fahrzeug jetzt hinten dran die Tasten zum Bedienen, ja, sondern auch die drei Tasten vorne dran, wofür man bisher einfach auch ein zusätzliches Interface brauchte, was knapp 100 Euro kostet. Das braucht man nicht mehr, ist direkt im Gerät angebunden. Das ist super. Genau. Also es wird kein weiteres Zubehör gebraucht. Das Gerät ist so gebaut, dass es in den Ducato 7, respektive den Jumper, Peugeot oder auch Opel Movano passt, aber auch dann in den 8er, vielmehr hier haben wir jetzt einen 9er Ducato, ja, ist kein großer Unterschied vom Armaturenbrett, deswegen passt es rein und sieht da, wie gesagt, perfekt aus, perfekt integriert. Ja. Ja. Vom Design hat sich einiges geändert, wir haben so ein sogenanntes Widget-Design, das heißt, wir haben hier drei Widgets auf dem Hauptscreen, der einmal Navigation, Kommunikation und hier Audio darstellt und ich kann hier also umschalten, die Eigo-Navigation, ob ich die sehen möchte oder ob ich die Apple-Navigation sehen möchte. Genauso kann ich hier dann zwischen Bluetooth und CarPlay umschalten, sowie hier dann DAB, FM, HDMI und die ganzen Quellen kann ich hier direkt USB, kann ich direkt durchdrücken, ohne dass wir immer ins Menü durch einzelne Quelle müssen. Also sehr, sehr einfach zu bedienen. Das Schöne ist, ich kann auch hier wirklich beim Radio hören oder hier in dem Fall beim USB abspielen, direkt hier die Navi-Pfeile sehen. Na, jetzt stehen wir deswegen auf dem Messeplatz, deswegen wird da jetzt gerade nichts aktiv angezeigt. Und wir gehen mal hier, das kennen die meisten, also hier trotz allem geblieben, die einfache Übersicht aller einzelnen Quellen. Ja, das App-Menü, das sogenannte, wo ich dann wirklich jede Einzelquelle auch nochmal einzeln abrufen kann. Wobei wir zu den meisten ja direkt vorne die Tasten drauf haben. Also ich kann mit einem Tastendruck Kamera, Radio oder auch Navigation anwählen. Hier jetzt neu, bisher hatten wir Apple CarPlay und Android Auto rein kabelgebunden, also musste immer ein Kabel anstecken, was auch Vorteile hat, aber hier ist jetzt auch die kabellose Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto direkt mit drin, so dass man, wenn man einsteigt, direkt verbunden wird. Das stimmt, ja. Fluch und Segen zugleich, ne? Wenn du jetzt irgendwo am Campingplatz warst, kommt die Nähe, das Fahrzeug, seine Frau sitzt drin und hört gerade Radio, da verbindet sich dein Ton dann, ne? Also musst du es dann wirklich aktiv abschalten, wenn du da nicht ständig verbunden werden willst, automatisch, aber das kann man ja dann am Smartphone direkt abschalten. Ja. Mhm. Also Apple CarPlay Wireless und Apple und Android Auto Wireless ist jetzt direkt dann mit integriert. Super. Genau. Man sieht es hier, durch die Anbindung der Lenkrad jetzt auf den vorderen Tasten habe ich also direkt auch hier die Voice-Taste und kann hier direkt drüber Steuerung übers Lenkrad machen und kann hier Zielwahl direkt drüber machen. Mhm. Das ist die einzige Option, die ich gefunden Zielwahl. Habe. Zielwahl. Genau. Damit verlängert sich deine Route um 5 Stunden und 7 Minuten. Ja. Machen wir den Ton mal aus, damit wir auch gleich hier kein Radio kriegen. Ja. Zu den einzelnen Quellen mal. Fangen wir mal an beim Radio. Den Ton lassen wir mal aus. Man sieht hier Radio Bollerwagen, toller Sender, habe ich die Tage festgestellt. Der mir immer die Senderliste im Hintergrund mit einem zweiten Tuner aktiv, aktuell hält. Das heißt, egal wo ich rumfahre, jetzt bin ich in NRW, wenn ich natürlich südlich fahre, dann kommt er irgendwann in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und irgendwann vielleicht in der Schweiz. Es macht keinen Sinn, in der Schweiz noch Radio NRW drin zu haben. Das heißt, immer da, wo du bist, hast du immer die aktuelle Senderauswahl. Und man muss keine Senderlisten suchen und dadurch ist es auch so, gerade wenn ein Sender auf verschiedenen Ensembles ist, dann wird automatisch immer umgeschaltet. Gerade in Baden-Württemberg ist es so, der SWR ist auf drei verschiedenen Programmpaketen
zusätzlich noch im Rheinland-Pfalz-Paket und es wird immer aktuell auf den bestempfangbaren Sender im richtigen Programmpaket umgeschaltet. Ne? Genau, hier ist jetzt nicht so Bombe in der Halle, ne? Deswegen haben wir auch kein GPS-Signal, ja? Aber es wird immer dann aktuell gehalten und hier sieht man einfach, man hat in so einem Programmpaket bis zu 15 Sender, die man dann auswählen kann, ja? Und die zeigt er dann auch hier direkt an mit dem passenden Bild dazu. Und hat dann die restlichen Sender aus dem Ensemble hier unten direkt abrufbereit. Super. Also super einfach zu bedienen. Ja, komplett neues Design, ist echt schick geworden, frisch geworden, aber trotzdem überschaubar und übersichtlich, wirklich einfach zu bedienen. Ja. Ne? Genau. Hier sieht man dann auch in den Einstellungen, dass man die automatische DAB-Verfolgung und DAB-FM-Verfolgung einschalten kann, ja, so dass man wirklich da auch aktuell immer auf die richtige Frequenz umschaltet. Ja. Bei FM auch neues Design. Auch dann mit Senderanzeige und so weiter. Da gehe ich aber jetzt im Detail gar nicht drauf ein. Hat den normalen UKW-Tuner mit drin. Ja, ich denke, damit kennt sich jeder aus. Wollen wir gar nicht im Detail mit rein. Natürlich Bluetooth-Freisprechanlage ist mit drin. Ja. Aber wenn man natürlich Apple CarPlay nutzt, dann nutzt man natürlich die komplette Freisprechfunktion und Telefonfunktion von Apple oder halt von Android. Ja, dementsprechend. Was zu Bluetooth noch zu sagen ist, wir haben natürlich dann, das macht uns auch ein bisschen besonders, was einige nicht haben, die Möglichkeit Bluetooth-Lautsprecher anzuschließen und vielmehr anzusteuern. Das heißt, ich kann das Radiosignal von hier direkt zu einem, oder auch USB-Signal, direkt zu einem Bluetooth-Lautsprecher schicken. Also mal angenommen hier, gerade, ne, da kann ich dann einfach sagen, okay, ich drücke hier Bluetooth, ihr müsst jetzt erstmal verbinden, ja, und kann direkt die Musik vom Radio vors Fahrzeug schicken zum Bluetooth-Lautsprecher, ne? Oder natürlich zum Kopfhörer hinten ins Bett, kann dann auch hier den Ton und das Display komplett abschalten, ja? Und kann dann Musik draußen hören. Das ist ja super. Ja? Zum Steuern dann, weil es hat zwar zwei Fernbedienungen dabei, das macht im Raum, bei direktem Sichtkontakt ist das ja auch super, aber draußen wird schwierig. Das heißt, wir haben jetzt hier dann direkt die Möglichkeit zu sagen, ich kann mit der App von draußen steuern, du siehst, es schaltet da um auf DAB. Ich kann dann einfach direkt die Quellen hier drüber wählen, kann die Lautstärke einstellen, kann nächste Titel wählen und so weiter. Das kann ich also direkt alles hier über die Fernbedienung steuern und höre die Musik draußen. Super. Oder auf dem Kopfhörer im Bett. Mhm. Wir haben drei Kameraanschlüsse im Gerät. Wir haben hier jetzt die Möglichkeit bei 7376, was ja auch jetzt das 976 kommt für ein Iveco und ein Mercedes, ne, wird jetzt die Tage auch auf den Markt kommen. Grundlegend das gleiche Gerät, da sieht man die Mahnung. Und wir können hier jetzt direkt mit sogenannten Multiview-Kameras von Zenek, da gibt es drei verschiedene, können wir das Bild, Bildausschnitte steuern, können sagen, okay, Normalansicht, dann von oben, gerade für den Anhängerbetrieb, ja, wir haben Panorama mit einem riesengroßen Blickwinkel nach rechts und links und wir haben auch Blindspot. Wir können da nach rechts und links, ist die Manu gerade in der Mitte geteilt hier, ne? Wir können wirklich nach rechts und links schauen, man sieht hier die Vitrine, die steht fest am Fahrzeug dran, ja, wir können wirklich nach rechts und links in die Kreuzung beim Rückwärtsausparken reinschauen, das Ganze auch nochmal Splitscreen, also oben in die Ferne, unten in die Nähe des Fahrzeugs, also an der Wand entlang oder auch Dribble Screen. Das heißt, oben und unten, rechts und links und da nach unten. Also Wahnsinn. Ganz, ganz viele verschiedene Blickwinkel. Das Ganze geht mit einer Kameralinse. Ja? Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, weitere Kameras anzuschließen. Ihr habt das bei eurem Fahrzeug ja dann noch. Die Frontkamera oder demnächst vielleicht schon eine Abwasserkamera, ja, cool. Sowas. Ne? Mhm. Wo ich sage, Kamera 2, Kamera 3. Ja? Diese Multiview-Kamera ist nicht zu verstehen wie ein 360-Grad-System, weil dafür brauchen wir mehrere Kameras um das Fahrzeug, sondern rein ein Multiview, verschiedene Blickwinkel hinter dem Fahrzeug, nach rechts und links, in die Ferne und so weiter. Also das ist eine ganz, ganz coole Sache. Nach wie vor haben wir auch die Möglichkeit Mikrofoneingang am Gerät. Also es ist super, wenn die Kamera ein Mikrofon hat, dass wenn ich einen Rückwärtsgang einlege, kommt auch der Ton über die Kamera. Also wenn hinten jemand nochmal ruft oder so, dann höre ich das über die Fahrzeugleute. Das ist toll. Genau. Es sind drei Kameraeingänge. Es lassen sich bei den Kameraeingängen komplett dann auch die Distanzlinien wieder einblenden. Ich mache das Multiview nochmal. Und Normalkanal. Und hier kann ich dann sagen, okay. Hier haben wir die Distanzlinien, die passend genau, das habt ihr bei dir auch, wo du es genau aufs Fahrzeug einstellen kannst. Mhm. Genau. Wer möchte. Ja, ich habe zum Beispiel es ja ausgeschaltet. Ja, das ist Gewöhnungssache, das kann sich auch dann jeder, wird immer gefragt, wie weit ist das jetzt, ein Meter oder zwei, das muss jeder für sich selber einstellen. Mhm. Hängt ein bisschen vom Blickwinkel der Kamera ab. Mhm. Ja, genau. Ja, also zwei USB-Anschlüsse. Einen auch nochmal für Smartphone, weil er nicht die Wireless-Version möchte, sondern lieber mit Kabel eingesteckt sein will. Ja, auch weil der Akku muss ja sowieso geladen werden irgendwann. Ja. Und der kann das per Kabel einstecken. Wichtig ist hier auf dem USB 2, das ist der untere, der ist für, mal gucken, habt ihr noch hier? Der ist für, doch, da ist er.
für Smartphones. Wir haben auch dann jetzt für den normalen USB-Anschluss direkt einen Typ A, Typ C Adapter dabei, weil viele Smartphones haben ja oder müssen in Zukunft sogar USB-C haben. Ja, dann kann ich wählen, stecke ich einen USB-Stick ein oder mein Smartphone mit Typ C. Also der Adapter liegt direkt im Lieferumfang dabei. Den kann ich direkt auf einen USB-Stick einstecken. Oh, cool. Ja, genau. Hier ist jetzt mal hier installiert worden. Das kann man im Handschuhfach wie bei euch. Das kann ja jemand entscheiden. Die Kabel sind grob 80 cm lang und das kann man dann dementsprechend installieren. Ja. Der untere USB-Anschluss beim Gerät, der ist auch dann beschriftet, das USB-Kabel ist für Smartphone und Updates und so weiter. Der obere ist ein USB 3.0, einfach mit einer viel, viel höheren Datengeschwindigkeit. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel gerade HD-Video streamen will über einen USB-Stick und so, braucht eine größere Datenrate, der sollte dann den USB 1 machen, der ist speziell für USB-Medien gedacht. Musik, Video und so weiter. Ja? Wir haben nach wie vor den HDMI-Eingang, da kann auch externes Zubehör angeschlossen werden, wie Fire TV Stick, wer das möchte, ne? Natürlich nur im Stand, wichtig. Ja? Das ist auch noch ein Thema, gerade wo wir sind beim Stand. Also wir haben einen DR-Sensor, einen Gyrosensor drin. Also wir kennen beim Gerät, wir brauchen kein Handbremssignal mehr anzuschließen, wie das bisher war oder das die meisten machen müssen, ob wir stehen, sondern wir erkennen über einen Gyrosensor, ob wir uns bewegen. Der Gyrosensor ist auch dafür ganz cool. Drive Mode raus. Wir haben hier einen Neigungssensor, das passt jetzt so noch nicht, weil es schräg steht, steht 0, weil wir es hier eingebaut haben, sind noch nicht gefahren. Ja? So nach 10 Minuten gefahrener Strecke kalibriert er sich komplett von selbst. Das heißt, er weiß A über GPS, in welche Fahrtrichtung fahre ich, er weiß über GPS, welche Meereshöhe über 0 bin ich. Ne? Das ist cool. Ja? Und hat hier natürlich einen Neigungssensor, seitlich und ne, in der Länge. Ja, ist ganz cool, gerade beim Passfahren oder so sieht man, wie die Steigung ist, das funktioniert wirklich hervorragend. Ja. Jetzt hier auch mit dem neuesten Update, dann als Reisemobil, nicht als Kastenwagen dargestellt, also das kommt da auch noch eine neue Optik mit einem Update. Ja. Genau. HDMI habe ich erwähnt, zwei Bluetooth habe ich erwähnt, Kameraeingänge, also das sind so die wichtigsten Dinge. Natürlich dann alle Ausgänge für Subwoofer, Verstärker und all die Geschichten, das ist dann noch eine weitere Sache vom Sound, was man natürlich jede Menge tolle Sachen mit verbinden kann, wie wir es auch hier eingebaut haben mit Center Speaker und so, aber das ist voll ausbaubar. Ne? Genau, ich möchte jetzt mal zur Navi gehen eigentlich, okay. Beziehungsweise zeige ich mal ganz schnell und machen mal eine Zielsuche, Messe Düsseldorf. Geht natürlich alles auch bei Sprache. Messe Düsseldorf starten. Ja. Du hast den Parkplatz. Hier vorne zeigt es an, das ist ganz wichtig. Und es zeigt natürlich diesen Pfeil beim Fahren, auch abbiegen und so weiter. Ja, sobald wir fahren würden, zeigt er uns dann auch im Bereich DAB und Radio an. Das heißt, ich kann also direkt im... Gehen wir da auf den Tuner. Ja, schade, wir fahren nicht, deswegen zeigt er es nicht an. Sobald wir fahren, zeigt er also auch im DAB-Modus und im Radiomodus den Navi-Pfeil an. Ja, kann ich gleich bei der Navigation zeigen, auf die ich jetzt auch mal eingehen möchte. Apple-Navigation, Google-Navigation ist ja alles schön gut, aber du weißt auch, es ist eine Online-Navigation, beziehungsweise man kann zwar bei Google Karten runterladen, aber es ist echt PKW-lastig. Jeder, der mit der Standard-Apple- und Google-Navigation unterwegs wird, wird merken, die ist sehr, sehr PKW-getrimmt, also viel, viel Autobahnfahren, ja, und nicht eigentlich schönere Strecken quer durch die Lande. Ja. Und ist natürlich so, wenn du keinen Empfang hast und nutzt Apple und hast keine Karten auf dem Gerät drauf, dass wenn du keinen Empfang hast und musst eine Umleitung fahren, dass dann halt einfach nichts geht. Ne? Es wird nichts neu berechnet. Ja, auch die Maße vom Wohnmobil und so weiter. Kann das man geht ja alles nicht. Es gibt auch mittlerweile nicht Apps, die es können sollen, die auch für CarPlay und Android, aber was wir so gehört haben, bisher ist das alles noch nicht so das Optimale. Ne? So, wenn wir jetzt hier Navigation drücken, fragt er natürlich, welche Navi, wir haben ja mehrere Möglichkeiten, welche Navi möchte ich nutzen. In dem Fall fragt er, möchte ich die Aygo, die Zeneck-Navigation, die Android Auto oder die Apple Navi nutzen. Das kann man abschalten. Wenn jemand nie Smartphone nutzen will oder nie die Zeneck-Navi nutzen will, dann kann man auch sagen, okay, Navi geht bitte immer auf Apple oder immer auf Zeneck-Navi. Hier ist jetzt die Navigation, die kennt ihr. Da gibt es ein, zwei Neuigkeiten auch auf diesem Bereich hier. Also ganz Neues hinzukommen, dass ich direkt hier vorne über den Hauptscreen in der Karte auch die Lautstärke der Navi nochmal wählen kann. Ich mache gleich mal eine Route rein, da sehen wir auch, wir haben jetzt hier leider gar kein GPS-Signal, dass man auch eine Sprachwiederholung ansage, also wenn ihr gerade gebabbelt habt, ne, was hat die gesagt, die Katrin, ne, dann kann man darüber auch eine Wiederholung wieder aufgeben. Ne. Das unterscheidet uns auch ein bisschen auch mit den direkten Such- und Zoom-Funktionen, aber mal generell so Navi, die sieht im ersten Moment mal alles gleich aus. Was das Gerät natürlich hat, ist viel, viel neuere Hardware, Bauteile, was Prozessor, Arbeitsspeicher und Betriebssystem angeht. Das heißt, alle, die das System kennen, die werden jetzt mal sehen, wie schnell das Ganze dann noch von der Bedienung geht. Estland wollte ich nicht hin, kommen wir mal nach Deutschland. Und wenn wir mal hier sagen, okay, nehmen wir mal, weil da war die ja erste Waldsee, ne? Wie schnell das wirklich geht, ne? Und das war, glaube ich, in der Biberacher Straße.
Also so schnell könnt ihr nicht tippen, wie das Ganze dann wirklich Wahnsinn angenommen wird. Und da sehen wir, zack, Hümerwerk, ne? Oder Hümerzentrum Oberschwaben. Mhm. Ne? Das geht also richtig zügig. Ja? Es gibt ja nach wie vor so ein paar Sachen, die wir bei der Navigation ein bisschen anders haben, wie Zielauswahl auf der Karte direkt hierbei, ja? Und so. Aber da will ich gar nicht im Detail darauf eingehen, das haben wir ja auch schon mal gefilmt. Ja? Ich mag jetzt einfach gerade die Unterschiede zeigen, wie schnell das Ganze dann einfach in der Berechnung ist. Das ist ultraschnell, obwohl wir jetzt kein GPS haben und das Gerät steht gerade in Frankreich, geht das einfach ultraschnell, wie man sieht, in der Berechnung. Ja? Meistens gar nicht, was für Fahrzeugabmessungen hier drin sind. Das zeige ich dann gleich. So. Das Schöne ist, deswegen haben wir das auch gerade gemacht, er zeigt jetzt hier nach der Berechnung auch dieses sogenannte Vehicle Panel an. Das heißt, immer bei der Rechnung zeigt er an, du hast ausgewählt ein Mobil unter 3,5 Tonnen mit diesen Abmessungen. Das kann ich hier direkt jetzt bearbeiten, kann sagen, nee, Länge ist anders, weil heute Anhänger oder sowas, ne? Oder Fahrräder drauf, das kann, oder Höhe, Dachbox, das kann ich dann dementsprechend direkt wählen oder kann sagen, ah nee, das ist ja falsch eingestellt. Ich habe ja eigentlich über 3,5 Tonnen und mit den anderen Abmessungen und die kann ich mir jetzt direkt hier in diesem Screen bearbeiten. Jawohl. Also nicht mehr so versteckt im Untermenü, wie es bisher war. Ja, es ist auch mittlerweile so, dass bei der Ersteinrichtung der Navigation dann auch nach den kompletten Abmessungen des Fahrzeugs gefragt wird. Okay. Ja, bisher war es ja so, man hat gesagt, okay, Wohnmobil unter 3,5 Tonnen und musste dann später die Abmessung im anderen Menü eingeben. Das ist nicht mehr so, es wird direkt abgefragt. Ja? Genau. Navigation starten, wir gehen jetzt mal rein. Ich mache nur mal kurz den Ton aus. Sprachanweisung ausschalten, ja. Und gehe mal in die Routenübersicht und lass den mal Navigation simulieren. Da sieht man es mal, er fährt jetzt gerade durch Paris. Ja? Hier sehe ich direkt, Ton ist ausgeschaltet. Navi-Ton aus und kann ihn hier drüber direkt einschalten. Links. Danach biegen Sie links. Und auch direkt dann in der Lautstärke verändern. Nicht weniger als 10, damit es keiner weg komplett runter, aus Versehen runterdrehen kann. Also ist die gleiche Lautstärke, wie ich sie auch hier drüber wählen kann. Weil das Problem ist, du machst Radio leise, kommt eine Ansage, hast die Stimme weggedreht. Ui, ja, da musst du erstmal eine Stimme wissen, wann kommt eine Stimme, um sie wieder rauszudrehen. Ja, ja. 10 ist das Minimum. Ne? So, und alles andere muss man dann explizit ausschalten. Ne? Mhm. Und dann auch das Schöne, wie gesagt, mit dem Zoom ist halt echt cool. Du kannst sagen, ah, wo will der rumfahren? Kannst dann hier einfach rauszoomen, siehst auch, wie flott das jetzt geht. Oh, ja. Ja? Ganz andere Geschwindigkeit. Und sagt, ah, da will er rum, okay. Willst du wieder rein, musst du nicht explizit reinzoomen, sondern kannst du wirklich sagen, okay, jetzt gehst du wieder in Autozoom rein. Also Manuzoom, Autozoom kannst du darüber dementsprechend direkt auswählen. Ne? Genau. Ja. Fahrzeugabmessung. Wir haben dann natürlich ich zeige nochmal ganz schnell Camping Points. Wir haben ja die, zeigt jetzt beim Zielort an, Bad Waldsee haben wir eingegeben. Er zeigt automatisch beim Zielort an und sagt, okay, ich will ja nicht in Bad Waldsee zum Stellplatz, sondern da, wo ich bin oder entlang meiner Route. Du kannst jetzt gleich mal sehen, wie flott das dann auch geht. Dann zeigt er mir die alle an, ja, und kann das dann auch direkt auf der Karte mir anzeigen lassen. Zack. Oh ja. Sagst, okay, von da nach da muss ich, hey, was ist denn da? Oh, ein Campingplatz. Was hat er für eine Ausstattung? Oh toll. 36 Plätze, Gespanne erlaubt, super. Da möchte ich hin als Zwischenziel. Und sagst du, okay, den nehmen wir als Wegpunkt. Von Paris nach Bad Waldsee, ein Campingplatz als Wegpunkt zu übernachten. Wahnsinn. Also es geht halt richtig flott auch jetzt. Ja, ne? Ja. Da musst du nicht lang suchen. Man sieht hier genau, Hälfte können wir fahren oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Und dann können wir da übernachten. Mhm. Genau. Wer das denn nicht will, weil er weiß ja, wie groß sein Fahrzeug ist, der kann das einfach wegklicken und dann kommst du beim nächsten Mal auch nicht mehr. Und kannst darüber wieder aufrufen, weil dann habe ich die Route im besseren Überblick. Ne? Mhm. Ja. Bei den Stellen und Campingplätzen ist es nach wie vor so, dass wir, bleiben wir mal entlang der Route, wählen können, ich möchte nur Stellplätze oder nur Campingplätze sehen. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil, nehmen wir mal das Beispiel Gardasee, da haben wir es ja auch schon getroffen. Ja? Da gibt es hunderte Campingplätze und ganz, ganz wenige Stellplätze. Ja. Und dann sage ich, okay, jetzt gebe ich mal ein Lazise, Stellplätze nur sagen, dann kommen ein paar weniger am See. Ja? Weil andersrum gibt es Regionen, wo man vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Stellplatz will, sondern lieber auf dem Campingplatz, der sicherheitshalber. Ne? Ja, dann kann man sagen, okay, ich möchte nur Campingplätze sehen. Jetzt kann man sagen, an der Route nur Stellplätze und dann wird es dann schon dünn. Ne? Genau. Und die kann ich mir dann hier genau dementsprechend auch anzeigen. Nehmen wir mal in Bad Waldsee den Bauernhof Lott, da fährt man direkt vorbei und da hat man auch wirklich jede Menge Ausstattungsdusche, WC, wie weit ist bis zum Zentrum und alle Infos, die bekannt sind, bis zu 40 Ausstattungskriterien sind da alle drin. Wahnsinn. Ja. Das ist die Offline-Version, die da drauf ist, unserer Stell- und Campingplätze. Die sind auch ein Leben lang kostenlos updatebar. Die werden niemals Geld kosten. Die Karte ist so, die Map 76, also eine neue Navi-Karte, die kostet 219 Euro mit 44 Ländern und 3 Jahre kostenlose Kartenupdates. Ja? Und dann immer noch, das kennt ihr auch, was nach wie vor ein absolutes Highlight ist, ist Free on Tour. Ich muss gerade gucken, ob ich mit dem Gerät hier verbunden bin. Ja? Ist ja eine App, ähnlich wie Komoot für Reisemobile, ja, also wirklich, wo man Routenvorschläge und Stellplätze und aber auch selber Routen planen kann. Mhm. Ja,
ist ja die Free-on-Tour-App und die ist wirklich toll und da kann ich sagen, okay, ich habe hier Routen, das sind glaube ich, habe gestern geguckt, 1200 Routen knapp. Ja, 1119 Routen und da ist dann jemand hier gefahren im Herbst 23, England, Schottland, 59 Tage mit 111 Wegpunkten. Ne? Und kann ich da drauf gehen und sagen, okay, wo ist denn der rumgefahren? Kann mir die Route auch in der Karte angucken? Ah toll, das will ich auch machen oder nur ein Teil davon. Mhm. Ich kann die Route auch einfach kopieren, das kann man auf dem PC oder am Tablet machen. Kann sagen, okay, die Hälfte möchte ich nur fahren davon oder einzelne Wegpunkte. Kann ich einfach sagen, okay, hier oben Send to Car, jetzt wird die Route mit 111 Wegpunkten übertragen. Da ist und schon aber sie drauf. Jetzt ist er von Basel gestartet. Es ist, um Schottland zu kommen, blöd, von Düsseldorf nach Basel erst zu fahren. Also könnten wir sagen, wir starten das Ganze am Punkt so und so weiter später, am Eurotunnel zum Beispiel oder wie auch immer. Ich kann also die Route komplett starten. Ich kann auch sagen, hey, ich möchte nur diesen Punkt einzeln oder die Route ab da starten. Und ich kann sagen, hey, nur diesen Punkt möchte ich hinfahren und jetzt wird es direkt berechnet, fertig. Du musst nichts mehr eingeben. Ne? Wahnsinn. Ja, also super und ist auch schon berechnet, 305 Kilometer von da und kannst hier direkt in der Routenübersicht schon drin. Ja. Mhm. Es könnten jetzt rein theoretisch 111 Wegpunkte auf einem Rutsch rüber. Ja. Und das Schöne ist einfach, du kannst ja halt auch zu Hause im Winter, Frühjahrstour an Gardasee, immer, wo wir eben von drüber gesprochen haben, planst das über Lago Maggiore, Gardasee, wie ihr es ja auch gemacht habt, genau. Ja, und zurück über Österreich. Und die machst du einfach, schreibst Ostertour an den Gardasee. Legst sie ab im Winter und im Frühjahr gehst du einfach in deine Routen rein und sagst, senden. Du brauchst nichts eintippen, kannst sofort losstarten. Wahnsinn. Und du sagst, nehmen wir euch ein anderes Ziel, dann kann ich das nachträglich auch hier noch verschieben und ändern. Und das Ganze geht auch noch über Stell- und Campingplätze. Also im Free-on-Tour-Portal sind sind 29.756 Stell- und Campingplätze drauf. Ja? Und ich kann jetzt hier nach Filtern wählen. Das ist ein bisschen der Vorteil gegenüber der Offline-Version. Ich kann hier wirklich sagen, okay, ich möchte nur Stellplätze haben. Dann bleiben, glaube ich, 6.000 nachher oder sowas. Ja, 6.000. Und sage, ich möchte nur Stellplätze haben mit Lage in Stadtnähe. Weil ich irgendwie, ne, zum Beispiel, ja, da kommen dann die Ergebnisse und dann kann ich sagen, okay, nehmen wir mal irgendeinen hier. Und dann kann ich dann diesen einen Bilder sehen, Bewertungen sehen, Preise sehen. Da ist jetzt. Okay. Verfügbarkeit kann ich sogar gucken, ist er frei. Dann die Ausstattung, Lager und Kontakt und kann sagen, hey cool, send to car und kann ihn direkt, da ist er schon. Wahnsinn. Los. Das heißt, ich kann das hier hinten im Bett oder draußen im Liegestuhl, auch wenn das Gerät aus ist, dann gehe ich einfach hin und sage, komm, den tun wir hier als unter Favoriten speichern und morgen früh, zack, schicken. Wenn das Gerät wieder an ist. Ja, alles ultra kompakt, das haben nur wir auf dem Gerät, den Zugang zu dem Free-on-Tour-Portal. Ja, und das ist absolut geniale Geschichte. Das ist das, was jahrelang die Leute eigentlich wollten. Wie kann ich zu Hause Routen planen oder am Handy? Ich muss nicht hier am Sitz bei der Hitze sitzen und da 28 Koordinatenziele eingeben. Ja, ja, oder das während geht der natürlich. Fahrt, ne, wenn das gewackelt genau, ist. Da. Genau. Ja. Hier kann Manu dann einfach mit dem Smartphone sagen, guck mal, das ist der nächste Stellplatz. Ah, der hat WLAN oder ist Hunde erlaubt, der Campingplatz. Für euch auch manchmal ganz wichtig. Den nehmen wir. Und den nehmen wir. Ne? Also das, und das geht halt ultra schnell alles. Ja? Genau. Sonst will ich zu Navi eigentlich gar nicht so viel erklären. Das ist im Detail alles ähnlich geblieben. Die Algo-Navigation ist nach wie vor eine der besten Navis. Wichtig ist hier auch noch zu erwähnen, dass man dann bei den Einstellungen, den Routeneinstellungen, wir auch ganz klar unterscheiden. Ab da ist wirklich LKW ab 7,5 Tonnen, 3,5 Tonnen ist PKW-Navigation, aber unter Berücksichtigung aller Fahrzeugabmessungen und natürlich auch der Geschwindigkeit. Ne? Weil PKW, also ein riesen Unterschied, wenn ich PKW oder Wohnmobil eingebe, weil Wohnmobil haben wir eingegeben, bearbeiten, dass man hier maximal, also so eine maximale Durchschnittsgeschwindigkeit auf Autobahn, haben wir irgendwie so um die 100 eingegeben, dann fährt er nicht mehr so Autobahnlast. Ja. Ne? Ja? Und über 3,5 Tonnen berücksichtigen wir dann natürlich alles, was auch mit LKW-Sperrung ist, aber wir zeigen nicht auf der Autobahn ständig wie TomTom oder so, das macht 80 km/h bei der LKW-Navigation und warnt immer bei 80, obwohl du 100 fahren darfst. Nee, wir lassen dann auch die 100 zu und das machen wir europaweit auch korrekt. Ich möchte einfach nur mal, weil es gibt ja wirklich einige, die sagen, okay, wir möchten das ohne Navigationskarte erstmal testen und mit Google oder Apple navigieren. Es geht ja bei CarPlay auch gar nicht ums nur navigieren. Ja? Mhm. Ihr könnt ja auch mit der Zendek Navi navigieren und trotzdem CarPlay verbunden sein für Musik hören, Podcasts und was auch immer. Es gibt so viele tolle Sachen mittlerweile bei CarPlay. Kann von Android Auto nicht so viel berichten, weil ich bin Apple-User. Ne? Aber wenn ich mal einfach mal die Beispiele, was da so alles an Apps auch möglich ist. Ne? Von wenn wir vorne anfangen, also die möchte ich jetzt auch nicht mit deren Fahnen schmücken, aber es ist wirklich einfach eine coole Sache, wie das auch integriert ist, auch mit dem Splitscreen. Ja? Aber wenn wir hier auf die erste Seite gehen, also die normale Telefonmusik, Nachrichten kann ich darüber laufen lassen.
Hörbücher, Kalender. Man kann aber auch alles im Smartphone ausstellen, wenn man das nicht sehen will. Und sagt, okay, ich brauche keinen Kalender, das kann ich einfach am iPhone hingehen und kann unter den CarPlay-Einstellungen einfach diese App für CarPlay löschen. Ne? Cool ist halt einfach die Musik auch. Oder ich höre zum Beispiel so SWR3-Hörer, ja, in Italien mit DAB. Ist schwierig mit SWR3, ja, und oder auch in anderen Ländern, dann mache ich einfach die SWR3-App und höre Radio, egal wo ich fahre. Solange ich Internet habe, ist das ja kein Problem. Mhm. Ja. Es gibt aber dann coole Sachen wie EasyPark, ja, oder Parkster. Ich war letztens auf dem Stellplatz im Allgäu, ja, da war Parkster angesagt, auch auf dem Stellplatz, ist total cool. Gehst du drauf, er findet den Stellplatz, ich kann es hier drüber direkt buchen. Ich muss jetzt mein Handy in die Hand nehmen. Ja. Oder meine Shellys, mein Garagentor. Ja. Und will ich mein Reisemobil jetzt nicht unbedingt rein, aber ein PKW ist eine super Sache. Ich kann direkt schon, wenn ich zufahre, kann ich mein Garagentor darüber öffnen über CarPlay. Also es gibt ganz, ganz coole Sachen, ganz, ganz viele Apps, aber immer nur die Apps, die von Apple und Google zugelassen sind. Wichtig ist, wir haben keinen Play Store-Zugang oder App Store-Zugang, weil das darf man nicht. Das ist definitiv verboten und alle, die das tun, es ist in einem Autoradio verboten, Play Store-Zugang zu haben. Mhm. Die haben einfach Lizenzen genommen von Tablets und haben es auf ihr Autoradio gespielt. Es ist genauso, wir sind offizielle Apple und Google-Partner. Das kostet auch richtig viel Geld, also hoch sechsstellig, wenn man solche Lizenzen erwerben will. Es gibt viele andere Hersteller, die nutzen es einfach. Ja, aber sobald ich anfangen muss, für CarPlay eine zusätzliche App runterzuladen, Link irgendwas, ja, dann ist es nicht mehr offiziell, ne, nicht mehr legal. Und da muss man wirklich gucken, weil es geht ja darum, man hat ein neues iOS-Update und schon geht man das Auto, es geht nicht mehr. Also müssen die erstmal ihre App wieder nachbearbeiten. Das ist hier nicht der Fall. Also es geht immer sofort. Ne? Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, weil es kostet viel, viel Geld und es gibt andere Hersteller, die nutzen es einfach. Verkaufen dürfen die es, nutzen darf man es nicht, ähnlich wie der Blitzerwarner. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie das in der rechtlichen Geschichte nachher ist, wenn der Kunde da dementsprechend ein Problem kriegt. Ne? Möchte da nur das sagen. WhatsApp geht natürlich alles nicht per Tippen, sondern per Sprache. Ja, unser Gerät erkennt ja, ob wir fahren oder stehen oder uns bewegen. Das wird dann dementsprechend alles passend geschaltet. Und ganz cool ist auch wirklich dann so diese Splitscreen-Anzeige. Ja, man sieht das hier, also Musik, meine Route, meine Sprachsuche, alles direkt, ne, mit hier in dem Fall auch cool. Satellitenkarte, ja, also ja. Ist wirklich eine absolut geniale Geschichte, wie ich dann hier unser Messegelände, genau wo wir stehen, ne, also ne, auch so navigieren kann. Aber wie eben anfangs erwähnt, immer nur PKW. Mhm. Ich denke, da kommen einige Apps auch neu, die auch dann für Reisemobil geeignet sind. Wie weit die da was taugen, muss dann jeder für sich selber beurteilen. Ja, ne? Genau. Ja, soweit, so gut. Ja, ja, vielen Dank, Matthias. Wenn Fragen sind, gerne auch in den Kommentaren. Ich helfe euch ja immer gerne oder beantworte auch gerne immer mit. Ja? Wenn Fragen zum Thema sind, ansonsten gerne auf der Messe vorbeischauen. Wir sind noch ein paar Tage da. Ja. Wir haben genug Geräte da zum Zeigen. Ja? Das Gerät ist jetzt für Ducato und die aktuellen Jumper und so weiter. Das gleiche gibt es als 976 jetzt für den Iveco, für den Sprinter oder auch universell als Doppellin und kommt dann jetzt auch als Einliniengerät für den Ford im Herbst noch. Ja, also quasi alle Fahrzeuge eigentlich abgedeckt, die so aktuell als Reisemobile gibt. Immer mit genau der gleichen Ausstattung. Ja, also immer volles Programm. Klasse. Ja, ja, vielen Dank, Matthias, für gerne. Die super Unterweisung. Das kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, kommentiert. Und der Matthias wird uns dabei helfen, dann die Fragen zu beantworten. Gerne. Okay. Schönen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.